Guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Ich dachte mir, ich starte den Vlog heute mal so richtig gammelig, ungeschminkt. So einen Assi-Top habe ich mir gemacht und dann noch so gammelige Klamotten. Also, es passt eigentlich perfekt zu diesem Tag. Wir haben es gerade 12.45 Uhr und ich hatte bis jetzt noch Online-Unterricht. Und ihr habt ja bestimmt in den Nachrichten mitbekommen, und zwar sollen die Schulen ab dem 22. Februar wieder öffnen. Endlich! Weil ich bin gerade momentan in meinem Abschlussjahr und Online-Unterricht bringt mir gerade nicht so viel. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass die Schulen wieder öffnen. Naja, Leute, wie auch immer, es liegt immer noch Schnee draußen. Nachher kommt dann übrigens Dima vorbei und dann werden wir etwas Cooles mit dem Garten ausprobieren, was ich schon immer ausprobieren wollte. Bevor wir aber das Ganze machen, ich habe heute eine gute Nachricht bekommen. Und zwar, Leute, Mediamarkt hat mir geschrieben und die haben mir gesagt, dass ich endlich meine Kamera abholen kann. Das heißt, dass sie wieder da ist von der Reparatur. Und ich hoffe, dass sie diesmal wirklich repariert ist, weil letztes Mal hatte ich die ja eingeschickt, aber dann wurde die irgendwie nicht repariert. Also es hat immer noch nicht funktioniert. Also ich hoffe wirklich so sehr, dass ich meine Kamera wieder benutzen kann. Ich werde die gleich zusammen mit Laura abholen und ja, das ist eigentlich erstmal der Plan für heute. Ich hatte es eigentlich total vergessen zu filmen, aber ich habe jetzt endlich meine Kamera wieder. Nach 3 Monaten, wirklich 3 Monate war sie kaputt, kann ich sie endlich wieder benutzen und sie funktioniert endlich wieder. Also in meinen nächsten Videos ist meine alte Kamera wieder am Start. Endlich. Leute, ich habe gerade ein Paket bekommen. Und zwar, ich habe sehr lange auf dieses Paket gewartet. Und zwar ist es ein Paket von Trinkdose. Ich bin ehrlich, ich habe es gerade auch schon aufgemacht. Aber ich habe noch nicht so richtig reingeguckt, was da drin ist. So, wir packen jetzt mal das Paket aus. Mal gucken, was da so drin ist. Darf ich es probieren? Nein. Au! So, wir haben hier Cotton Candy, Zuckerwatte. Dann noch so Donuts. Chips. Ah, kosten die nicht 10 Euro oder so? Das wollte ich unbedingt probieren. Oh, okay, komm, wir probieren jetzt. Die sollen richtig scharf sein, ne? Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Alter, wie voll die sind. Ich habe die in einem Laden gesehen und die haben for real wirklich 10 Euro gekostet. Eine Packung. Oh mein Gott, wie sehen die aus? Schön lecker, aber scharf. Nicht so lecker? Geht. Mm. Boah, die schmecken einfach wie so voll, die sind echt. Die sind echt süß gehabt. Dann haben wir noch so eine Peanut Butter. Cola? Wie geil. Eine richtig nice Cola. Ja, eine andere Cola. Dann noch eine Sour Capri-Sonne. Wow, voll lecker. Wie geil. Nuts, wie geil. Ich liebe Nuts. Ich will mal diese Sour Capri-Sonne hier probieren. Sind die sauer? Also ich habe gerade meine Zähne geputzt, vielleicht ist sauer. Okay, wir probieren mal. Boah, ist die sauer. Nein, das ist echt nicht mein Geschmack. Derjenige, der auf saure Sachen steht, das ist, glaube ich, eher für euch. Aber ich glaube, der Rest könnte wirklich echt lecker sein. Vor allem Nerds, ich liebe Nerds. Ja, diese Chips finde ich gar nicht mal so eklig, aber die sind halt nur ultra scharf. Vielen Dank an Trinkdose, dass ihr mir dieses Paket zugeschickt habt. Also, ich freue mich mega darüber. So, Leute, wir beiden sind jetzt hier in meinem Garten. Hier liegt ja ultra viel Schnee. Das habt ihr ja schon in meinen letzten Vlogs gesehen. Und ich habe heute was richtig Cooles vor, Dima. Aber es könnte ein bisschen gefährlich sein. Also, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich habe nämlich in einem Video gesehen, da haben Leute hier so ein Berg hingebaut. Okay, aber das war's, oder? Nein, es kommt noch was. Und du siehst ja hier da oben so ein Dach, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir klettern hoch und es ist ja schon relativ hoch, so 2-3 Meter und wir werden von da oben in einen Schneeberg springen. Aber das ist noch nicht alles, vielleicht traust du dich auch ein Vorwärtssalto. Was? Wollt ihr Abschied von mir nehmen schon mal? Nein, let's go. So, wir fangen an, yes, den Berg zu bauen. Ey, ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ich auch. Der muss auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil! Gute Abkühlung. Bei so viel Sport muss das ja sein, ne? So, wir sind fertig geworden. Das hier, yes, ist unser Schneeberg. Eigentlich fast genauso groß wie ich. Ja, wir müssen immer wieder so nachschaufeln, aber wenn man so einmal reintritt, dann sieht man auf jeden Fall, dass man direkt einsinkt. Ja, okay, aber wir haben ein Problem. Haben wir überhaupt eine Leiter, um hochzukommen? Muss ich mal kurz nachschauen. Wenn du nie dran gedacht hast. Okay, ich hab doch so zum Glück eine Leiter gefunden. Ich hab's aber wirklich vergessen. Nee, wir wissen nicht, wie man die Leiter aufmacht. Ich glaube, wir klettern einfach so hoch. Ein Schluck, wir anfangen. Ja, okay. 1, 2, 3. Nein! Das ist ein Stein! Achtung! Ich kann doch noch nicht runterschwimmen. Das geht doch nicht. Ich stehe hier und hier ist so der Berg und da. Ihr seht richtig klein aus, wie soll ich da runterspringen? Und dann stand ich da oben wirklich fast 10 Minuten, weil ich mich nicht getraut habe. Ich hab wirklich Angst. Spring! Komm her! Du fängst an. Ich? Los! Gleich habe ich bestimmt auch Angst, wenn ich oben stehe. Und go!
War das lustig? War geil! Echt jetzt? War mega! 3, 2, 1! Ah, Max! Warte, bring doch jetzt einfach! Es ist wirklich weich! Ja, es ist wirklich weich! Okay, ich hab so Angst! Ich trau mich nicht! Kann man denn so Höhenangst haben? Das ist doch weich, oder? Ist es weich? Spring doch! Okay, 3. Kannst du noch einmal springen? Ist es weich? Ja. Ich mach's jetzt. Ah, mir ist kalt! Okay, jetzt sag ich wirklich, ich springe. Okay, ich mach's jetzt. Ich bin bereit. Leute, es wird spannend. Isabel springt zum ersten Mal von einem Dach in einen Schneeberg. 1, 2 und 3! Aber das ist witzig, ich will es direkt nochmal machen. Hab ich doch gesagt. Das ist echt voll witzig. Ja, jetzt. Oh mein Gott. Ja, und als nächstes würde ich sagen, ein Backflip. Simon, ich würde sagen, du machst es mal ein Rückwärtssalto runter, oder? Das ist doch easy für dich. Ach, guck mal, gerade hat sie doch gesagt, hey, ist doch voll easy, ein Rückwärtssalto. 3, 2 und go. Wow! Ich komme hier nicht mehr raus. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Yes! Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Und warum vergesse ich immer das Ende? Ich habe das beim letzten Video auch schon wieder vergessen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Es lohnt sich wirklich. Also heute bin ich wirklich froh, dass wir heute richtig lange draußen waren, weil der Schnee nächste Woche wieder weg ist und ja, vielleicht erst in 3 Jahren wiederkommt. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes von diesem Video. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder und peace out. Sahne. Kirsche auf Sahne, oder wie heißt das nochmal? Irgendwie sowas. In dem Werk. Warte, Filmhut? Ja. Aber ich kenne das, ich dachte, das ist einfach zu schön.